Unter Freunden von Barbara Sobeck, gesprochen von David Lutz Miller. Emil sammelte alles, einfach alles, denn Emil konnte nichts wegwerfen. Er konnte auch nichts liegen lassen. Alles, was er unterwegs fand, sei es auf dem Sperrmüll oder auf dem Wertstoffhof, alles nahm er mit zu sich nach Hause. Er war der festen Überzeugung, dass jeder Gegenstand einen gewissen Materialwert habe. Damit hatte er ja recht. Und dass jeder Gegenstand irgendwie weiterverwertbar sei. Damit hatte er nur begrenzt recht. Wenn Emil gerade nicht sammelte, saß er inmitten seiner alten, kaputten Dinge, ordnete, säuberte und reparierte. Und freute sich, wenn er etwas wieder heile gemacht hatte. Natürlich sammelte Emil auch Zeitungen. Fein säuberlich ordnete er sie in Stapel. Dabei bevorzugte er das Ordnungssystem neu unter alt. Das bedeutet, dass er die neuesten Zeitungen immer unter den Stapel schob, damit er die Nachrichten chronologisch von oben nach unten durchlesen konnte. Wenn das Wetter garstig war und er sich einen warmen Ofen gönnte, dann saß er tatsächlich so manchen Abend da und durchforstete seine Zeitungen. Aber wer denkt, dass er die gelesenen Zeitungen anschließend tatsächlich verbrannte, geht fehl. Emil schnitt die wichtigen Artikel aus und sammelte sie wiederum in Kartons. Ein Zimmer war bereits angefüllt mit Kartons. Trotz konsequenter Arbeit wurde Emil der Dinge irgendwann nicht mehr Herr. Sie wuchsen um ihn herum zu Bergen und er konnte nichts entsorgen, weil er sich jedem Teil verbunden fühlte. Früher konnte er seine Schätze gut auslagern, in Schuppen, Gartenhaus und Garage. Aber inzwischen waren alle Lager voll und die Leute hatten, anders als früher, kein Interesse mehr an seinen Sachen. Emil merkte sehr wohl, wenn sie ihm nur aus Mitleid etwas abnahmen. So verbitterte Emil zunehmend, fühlte sich unverstanden, besuchte niemanden mehr und mit der Zeit kam auch niemand mehr zu ihm. Zum Glück hatte er noch seine vielen Dinge, so war er wenigstens nicht alleine und hatte immer zu tun. Es kam der Zeitpunkt, an dem die Wirklichkeit Emil überholte. Er verstand die Titelblätter der Zeitungen nicht mehr, die in den Briefkästen steckten. Er verstand nicht mehr, warum die Jugendlichen heutzutage so seltsam aussahen, mit ihrer komischen Kleidung, ihren komischen Frisuren und warum sie ständig telefonierten. Und er verstand auch nicht, warum er eines Tages eine Gruppe schwarzer junger Leute im Ort sah. Was machten die hier? Vielleicht Urlaub? Eines Tages wollte er auf einem der Schränke im Wohnzimmer ein neues Depot errichten, auf dem mit den Decken. Als er mit einem Karton in der Hand auf Zehenspitzen auf dem Stuhl balancierte, den er erst kürzlich repariert hatte, brach ein Stuhlbein ab. Er hatte beim Reparieren wahrscheinlich eine zu kurze Schraube genommen, eine aus dem grünen Kästchen. Die im roten Kästchen waren die ganz kräftigen, aber an denen hatte er immer gespart. Emil fasste im Sturz nach dem oberen Gesims des Schrankes, das er erst kürzlich solide befestigt hatte. Dazu hatte er die Schrauben aus dem roten Kästchen verwendet. Die hielten was aus. Deshalb zog er im Sturz den Schrank mit sich und lag dann am Boden, eingeklemmt unter dem schweren Möbel. Zum Glück konnte er aus dem Schrank noch ein paar Decken herausziehen. Die wärmten ihn. Ab und zu kam die Katze vorbei. Aber da es nichts zu fressen gab, stellte sie ihre Besuche bald ein. Ja, so lag Emil dann inmitten seiner Dinge und wurde allmählich eins mit ihnen.